Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ja, wie ihr schon sehen könnt, strahlt dieses rote Licht hier sehr, sehr hell. Wir sind nämlich auch nicht in der Kanalisation, sondern in den U-Bahn-Schacht, weil wir vom TV-Sender im letzten Part weg mussten, da die Hunter, ich nenne sie jetzt einfach mal Hunter, uns gesucht haben. Und ich finde, ich habe es eigentlich im letzten Part relativ gut hinbekommen. Dafür, dass ich nicht so ein Shooter-Typ bin. Ja, das sind U-Bahn, das sind doch U-Bahn-Waggons. Ja, wir sind in U-Bahn, also, wir sind in den U-Bahns und müssen jetzt irgendeinen Weg hier rausfinden. Ja, als ob. Wo kommt ihr denn her? Ich habe euch alle getötet. Ihr seid so hässlich. Alles okay? Ja. Danke. Baby. Ich bin so müde. Was? Lass uns hier verschwinden. Ist sie infiziert? Weil erstmal hat sie sich im letzten oder vorletzten Part übergeben. Und jetzt ist sie auch noch müde. Dina, Dina, Dina. Sei bloß vorsichtig. Ich will dich nicht auch noch verlieren. Ich hoffe, der Dude ist tot. Ach, der Weg ist versperrt. Es geht nicht, aber wir können noch einen Molotow machen, okay? Schalldämpfer. Vielleicht hier durch. Julius. Obwohl, jetzt ist es zu spät. Ich hätte gern noch einen Schalldämpfer. Und zwar hier auf. Na. Leute. Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Scars. Warum nicht, der all die Wandbilder gemalt hat? Die Wolves ausgeweidet hat. Alle in dieser Stadt sind totale Psychos. Sag bloß. Scheiße, was? Entweder das war ein Infizierter oder da wurde gerade jemand gebissen. Ich will erstmal die Munition. Hier geht es nämlich noch nach oben. Ja, ja, wir gucken uns das hier erstmal an. Scheiße! Hast du jemals sowas gesehen? Bloater haben Säuresporen. Aber das klappt nicht wie ein Bloater. Da! Bloater! Was immer die bekämpfen. Wir sollten die sich gegenseitig töten lassen. Ja, da bin ich. Da bin ich auch der Meinung, sollen die sich ruhig gegenseitig töten. Lass mich das hier erstmal aufmachen.
Okay, das ist so ein Safety Room. Ist klar. Kann ich denn meine Waffe aufmotzen? Schauen wir mal. Kann ich hier was aufmotzen? Ich muss mal schauen. 50, 80, 100. Wie sieht's hiermit aus? Ja, hier geht's. Ja, da sieht man mal alles, was Ellie von Joel alles gelernt hat. Ne? Eigentlich schon traurig, wenn man es so sehen will. Ne? Dass ein Elternteil ein Kind sowas beibringen muss. Ne? So, ich würde ganz gerne nochmal schauen. 36? 60? 40. Ah. Wir sind full. Okay. Was muss ich jetzt hiermit machen? Ja, ja, ja. Da drüben ist noch eine Leiter. Okay. Ich hoffe, ich mache es richtig. Wie kommen wir dahin? Oder warte mal, wenn ich das so mache, kann ich da dann rüberschwenken? Das sollte gehen. Ja. Komme ich hier runter? Ja. Dann komm hoch mit dir, Ellie. Oh. Nee, das wollte ich nicht. Ah, okay. Eins gedrückt halten und einmal schwingen. So. Und jump. Entspannt. Das war noch eine Leiter, aber hier geht's auch noch rein. Hier ist ja full. Ja, immer her damit. Das wollte ich nicht. Die Leiter ist kaputt. Ah, okay. Da, die Lüftung. Gute Idee. Mehr oder weniger. War das ein Bloater? Ich hab dich, ich hab dich! Da ist ein Bloater! Nee. Könnte ein Bloater sein. Oder vielleicht ist er kurz vor der Phase, dass er sich erst, ja, da kann ich natürlich nicht lang, dass er erst kurz vorm Bloater ist. Ja, super, wo muss ich lang? Geht's irgendwo nach oben? Nein, natürlich nicht. Ich gehe einfach mal hier. Aber hier sind wir doch. Hier von links sind wir. Nein. Ich will da nicht nach unten. Aber ich muss, ne? Kommt dieses hierher, ich zünde das instant an, ne? Ich sag's euch. Frisst das! Oha! Was
ist das für ein Vieh? LOL! Ja, okay, wir sind zwar immun, aber... Ellie? Sind sie tot? Was zur Hölle sind das für Viecher? Scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein. Alles okay. Shambler? So haben sie genannt? Ja. Woher kommen jetzt wieder Shambler? Ich weiß auch nicht. Aber sie sind ekelhaft. Tagebuch. Wo kommen jetzt bloß... Ekelhaft. Aber es ging relativ fix. Wir haben unsere ganzen Molotows verbraucht, ne? Nein, Ellie, alles gut. Okay, Bloater scheint dann doch nochmal eine andere Liga zu sein. Bloater halten nämlich ein bisschen mehr aus. Da kommen wir her, oder? Ja. Okay, hier links geht's weiter. Ja, okay. Da will ich noch nicht lang. Muni? Hast du auch Muni, mein Freund? Sieh dir die Verätzungen an. Dina ist dann doch, man merkt, dass Dina dann doch wohl eine Frau, mehr fraulicher ist vielleicht als Ellie. So, da vorne geht's raus. Mal sehen, wohin uns das führt. Ellie? Okay. Zeit. Fast geschafft. Okay. Ja, natürlich. Sieht okay aus, soweit ich das sehe. Gut. Oh, warte, was ist hier? Als wären die anderen nicht schlimm genug. So ist wohl die Natur. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Oh, da haben wir ja auch noch was, oder? Nee, okay, gehen wir weiter. Wir müssen ja eigentlich noch Tommy finden. Ich denke mal, da müssen... Was haben wir hier? Munition, hallo. Und hier? Auch Munition, Schrot. Hau.
Da, warum kann ich da drunter? Da ist. Auf der anderen Seite ist doch dann noch bestimmt was. Lieber Entwickler, oder? Ja, eine Sammelkarte, natürlich. Oh, warte, hier ist noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Auch wieder diese komische Statue. Hey, die sieht doch aus wie die Frau vom Scar-Graffiti. Ja. Da müsste eine Sackgasse sein. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Oder? Ja. Okay, das heißt, wir müssen da lang. Okay. Hey, Divi. Hast du schon wieder den Code vergessen? Hol mir eine Limo und der Code gehört dir. Gibt's hier einen Safe? Das notiere ich mir einmal kurz. Moment. Ihr wisst doch, ich kann mal wieder nichts merken. Ja. 1, 5, 2. 1, 5, 2. Okay. Okay, das sind genug Hinweise. Wenn du den Rest nicht allein rausfindest, hast du es auch nicht verdient. Viel Spaß. Ja, aber wo ist hier ein Safe? Ich habe hier keinen Safe gesehen. Mal sehen. Oh, ernsthaft? Eins. Fünf. Zwei. Oh, bis 50 könnte ich ausprobieren. Ich probiere es zweimal auf Luck. Ah, nee, okay. Ich kann nur noch eine 3 und eine 4. Okay, ich dachte, ich muss jetzt alles durchprobieren. 3, 4. Okay, 1, 5, 2, 4, 3. Magie. Hallo? Alter, gibt's hier viel. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Hier oben sind noch Pillen, Schrotmuni. Hier ist auch noch ein Lumpen. Schade. Ja, super, aber was bringt mir das jetzt? Ah, warte, hier ist die Tür. Hier kommen wir dann.
Nee, aber hier waren wir. Aber hier komme ich doch nicht weiter. Man kommt bestimmt irgendwo durch. Sehr optimistisch. Hier kann ich doch durch, theoretisch gesehen. Oh, hallo. Wo? Ich sehe gerade keine. Ich will die gerne anzünden. Ich hasse diese Schembler. Stirb doch endlich. Mein Gott. War es das? Ja. Mein Gott. Ich werde dann soweit hier abzuhauen. Ich auch. Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich würde mich gerne nochmal hier ein bisschen umsehen. Von wo kamen wir denn? Ah, hier geht's einmal rum, okay. Ah, genau, von hier kamen wir. Dann geht's hier einmal rum, okay. Wo bist du denn, Dina? Was hast du da gefunden? Da unten geht's aber auch noch lang. Oder ist es nur, damit man so einen Laufweg hat? Damit man weglaufen kann vor denen. Okay. Ja gut. Dann folge ich dir mal, Dina. Alles gut, ich bin bei dir. Ah, okay, wir sind hier. Ich verstehe. Muni, Alkohol. Ich sollte mal mehr meine Bomben einsetzen. Natürlich. Jetzt gibt sie nach. Sekunde. Nur für den Fall der Fälle. So. Falls wir irgendwelche übersehen haben. Das erinnert mich ein bisschen an die letzte Passage in The Last of Us 1. Ich würde sagen, ein Zugunfall. Danke, Sherlock. So,
haben wir hier drinne? Wir müssen nicht hier lang, aber... Nein. Ich frage mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Ich habe da oben Licht gesehen. Na dann hoch. Dina? Ja, ich komme. Wo ist das Tageslicht? Ja, das Tageslicht! Hey, das Licht kommt näher. Ja, da kann ich natürlich nicht rein. War ja klar. Na gut. Hey, ich helfe dir da hoch. Als ob du da nicht hochkommst. Was ist das? Oh, danke dir. Oh, warte da. Da liegt noch irgendwas. Okay. Auf geht's. Schon fast geschafft. Geh voran. Natürlich. So, welche Infizierten wollen? Ellie, deine Maske! Hier, wir können meine teilen. Nein, nein, nein! Diese Dinger! Ellie, hör auf! Ellie, stopp! Was? Nein! Ellie, nein! Stopp! Ich bin nicht infiziert. Bin immun. Ich huste nicht, siehst du? Dankeschön. Dina? Shit. Kannst du laufen? Ja. Ja. Dann ich zieh weg. Los! Nein! Lauf, Dina! Ellie? Ich bin hier! Nicht wegkommen, der! Lol. Verschwinde! Gegen so viele habe ich keine Chance. Wieder eine Laufpassage. Rüber da, komm! Ja, Bro! Jawohl. Raus hier in die frische Luft. Hey. Oh, Regen, das muss erfrischend sein, Digga. Wir könnten zum Theater da ausruhen. Das klingt absolut traumhaft. Hier? Was geschafft. Ja. Aber immerhin ein Unterschlupf zum Schlafen. Okay, sieht gut aus. Ja, komm. Irgendwie das Gefühl, dass Dina infiziert ist.
Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie. Sie wusste es. Wir haben es ihr schon gesagt. In der Nacht, bevor die geschlafen haben miteinander. Ja, also kann sie uns keine Vorwürfe machen. Ach komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Die Verletzung. Ja, endlich. Maria und Tommy und Joe sind die einzigen, die es wissen. Wussten. Und jetzt du? Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Ein Bier für Dinas Gedankengänge. Sag doch was. Ellie. Ich glaube, ich bin schwanger. Was? Lol. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Lol. Von dem Ex-Freund. Keine Sorge, es ist nicht deins. Lol, okay. Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Das ist ein Witz. Lol, sie ist ja noch nicht mal im zweiten oder dritten Monat. Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Eigentlich kann Ellie ihr keinen Vorwurf machen, weil wir haben ja auch lange die Wahrheit verschwiegen. Und Ellie hat auch nur die Wahrheit gesagt, dass sie immun ist vor den Sporen oder vor der Infektion, wo sie gekifft hat. Na? Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir hier einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo oder Kommentar lassen. Und wir sehen uns im nächsten Part dann hier beim Theater wieder. Bis dann.